Mein Name ist Leandra, ich bin vom Club Jung und ich darf heute stellvertretend für den Club Jung den Christian Gerhard treffen, der eine Wiederaufnahme von Wozzeck, den Wozzeck singt. Und ich schaue mal, ob er meine Fragen beantworten kann. In der Oper, wenn man sich so ein bisschen darüber schlau macht, dann kommt schnell so die Aussage, es sei eine der bedeutendsten Opern vom 20. Jahrhundert. Warum ist das so? Ja, ich bin kein Musikwissenschaftler und ich kann den Wozzeck auch, wenn ich so Analysen lese oder beispielsweise nur die Doktorszene im ersten Akt anschaue, wo dann die verschiedenen Variationen sind, diese anscheinend offensichtlich hochkomplexen, aber stimmigen formalen Zusammenhänge, ehrlich gesagt, als Musiker nicht ganz durchblicken und erkennen. Aber wenn ich gefragt würde, warum ich Wozzeck so gerne mag, und so ist es auch, ich finde, es ist eine meiner drei, vier Lieblingsopern, dann würde ich sagen, dass zunächst die Wahl des Librettos einfach unübertrefflich ist, weil es jedes Wort in seinem Gewicht, in seiner Wirkungskraft, wie das eben bei Büchner auch so der Fall ist, ideal auch musikalisch repräsentiert. Es hat alles seinen deklamatorischen Wert, es steht alles an der richtigen Stelle, atmet genau richtig. Und was bei Berg nun doch hinzukommt, dass ich als Sänger auch irgendwie beurteilen kann, beziehungsweise beurteilen muss, weil ich eine Entscheidung treffen muss, ist die ganz besondere Notation, die Berg für die Sänger hier zusammengestellt hat. Irgendeiner hat gezählt, es seien angeblich bis zu 60 verschiedene Arten der Notation. Wenn ich eine Mozart-Oper habe, dann ist dort eine Notation oder vielleicht zwei, also sagen wir Ensemble und Arie und Rezitativ auf der anderen. Aber die Notation musikalisch ist tatsächlich immer dieselbe, aber hier bei Berg wahnsinnig viele verschiedene Möglichkeiten, die sich ergeben aus, naja, dieser Notation, die einmal klassisch ist, dann ein ganz frei gesprochener Text und dazwischen unglaublich viele Möglichkeiten, ein rhythmisiert gesprochener Text, ein rhythmisiert auf Notenhöhe gesprochener Text, dann eine Note, bei der der Notenhals durchgestrichen ist, eine Note, bei der der Notenkopf durchgestrichen ist. Diese ganzen verschiedenen Notationen zu entziffern bzw. dann klanglich umzusetzen, stellt einen vor eine große Schwierigkeit. Und findet man dann den Zugang eher wirklich so über den Charakter von Wozzeck oder wie lernt man das musikalisch? Musikalisch mit viel Aufwand, mit viel Mühe. Ich glaube, der Charakter ist relativ schnell erfassbar. Es ist ja sehr expressionistisch. Es sind sehr starke Gegensätze, es sind sehr große Kontraste und ich glaube, die hiesige Inszenierung, die nebenbei gesagt, wenn ich sagen darf, die schönste Inszenierung ist, die ich überhaupt kenne, einer Oper. Spannend. Ja, also von mir ist ja nicht, aber ich bin glücklich, mitmachen zu dürfen, immer wieder. Was hier besonders gut passt, ist im Sinne dieses Expressionismus, also dieser nicht maximalen Psychologisierung der Personen, eine Reduktion vorzufinden im Sinne der Commedia dell'arte. Und das haben wir hier mit diesen Rahmen, die so eine Art Kasperltheater darstellen. Und da ist dann eigentlich auch das Personal relativ gut vergleichbar. Wir haben den typischen Doktor, wir haben den Hauptmann, wir haben die Geliebte und wir haben den Arlekin oder Hans Wurst. Das ist vielleicht eine Doppelrolle in dieser Inszenierung, so würde ich sehen, als janusköpfige Gestalt. Die eine Seite ist der melancholische Wozzeck und die andere Seite der heitere Freund Andres, die zusammen eben diesen eher tollpatschig, schicksalhaft etwas gebeutelten Mann darstellen. Diese klischeehafte Aufteilung des Personals führt meiner Ansicht nach zu einer idealen Umsetzbarkeit dieser sehr punktuellen Expressivität, die diese Oper und dieser starke, stärkstmögliche Text mit sich bringen. Eine abschließende Frage noch. Mein bester Freund ist jetzt auch seit kurzem Mitglied bei uns im Club Jung. Und wir können relativ günstig in die Vorstellung gehen und mal Proben suchen und so.
Wir waren jetzt vor 2 Wochen in der Zauberflöte und in Hänsel und Gretel. Wie kriege ich ihn jetzt dazu, dass er mit mir in den Bordsack geht? Also ich würde an Ihrer Stelle eventuell ein paar Sätze vorlesen, die in diesem wunderbaren Theaterstück stehen. Alleine dieses eine Wort vom Hauptmann, Uff, das er im Austausch mit dem Doktor so wahnsinnig ergreifend hysterisch ausspricht, ist die Reise wert, um Wotze kennenzulernen. Aber es sind so viele Worte, die unvergleichlich sind, wie das bei Büchner ja der Fall ist. Diese Sprachkraft, auch in Leonce und Lena und in Dantons Tod, diese Sprachkraft, die so unglaublich prägnant und hochexpressiv ist, die ist so wunderbar und eigentlich unvergesslich. Wenn ich Wozzeck mache, dann schwimmt meine Familie schon wieder, weil ich immer nur in Zitaten aus Wozzeck rede. Da war wieder was, oder? Ach was! Also diese ganzen täglichen Worte sind so prägnant hier eingebaut in dieses Theaterstück und in vor allem dieses Musiktheaterstück. Das ist natürlich etwas, was man auch als Nichtmusiker, als Sänger eher begreifen muss, weil ich kein Musikwissenschaftler bin, einfach von dem man hingerissen sein kann und das man auch versteht. Hier hat Berg diese kurzen, prägnanten, ausdrucksstarken Sätze musikalisch an ein Wort gebracht, wie er maximale Ausdruckskraft und Präzision an einem zeitlichen Ort entwickeln kann. Und ich würde Ihnen empfehlen, das mal Ihrem Freund so ein bisschen Satz für Satz beizubringen. Also zum Abschluss würde ich Ihnen vielleicht noch gerne einen Cartoon erzählen, den ich neulich gesehen habe. Ist so, wenn Sie eben Uhrzeiger sind, ein Akkordeonspieler, dann sitzend ein Mann am Tisch gegenüber seine Frau im Restaurant und dann rechts oben ein Sänger mit Fliege steht so da und also die Reihenfolge geht so, der Akkordeonist fragt, können wir vielleicht Ihnen aus einer Oper, vielleicht der Lieblingsoper Ihrer Frau, ein Stück singen und dann schaut er so, seine Frau sagt, ah, Wozzeck! Und der Sänger sagt, oh, oh Gott, völlig unmöglich. Ja. Ja, also Wozzeck ist ein Spezialfall, aber ich glaube, jeder, der diese Oper ein bisschen näher kennenlernt, sagt, das ist vielleicht die Oper schlechthin, zusammen mit Don Giovanni und Orfeo von Monteverdi, eine Hitliste an Opern herauskommen aus einer Situation der totalen Kenntnis, kann Wozzeck eigentlich nicht vermissen. Mhm. Dann probiere ich das mal mit der Überzeugungsarbeit nachher. Dankeschön. Ja, Wiederaufnahme ist am 9. Februar. Unbedingt nicht verpassen. Alle Club-Jugendmitglieder und auch alle sonstigen Interessierten. Ja, vielen Dank fürs Interview. Gerne.